Und damit wieder zurück auf dem Willkommen. Naja, Wie auf dem auf dem Willkommen. Willkommen. Ja, ich hab mich versprochen. Ich wollte eigentlich sagen, sowas wie Hallo vom Pluto. Aber nun gut. Aber jetzt habe ich Ach schon so. Blöcke gesetzt und jetzt müssen wir die Aufnahme leider nehmen. Ah ja, schade, ne? Ja, könnte alles so schön sein, aber ne? Ist es nicht. Ja. Ja, ich bin halt immer noch am Quests machen. Der Ender Quarry ist inzwischen fertig. Das Ding ist nur, der braucht ja doch so ein bisschen Strom. Und wenn wir jetzt nicht einfach mal irgendwo einen fetten Generator noch hinstellen wollen, wo wir so einen Quarry aufstellen wollen, dann brauchen wir Energie über Dimensionen hinweg. Ja. Zufällig ist das die nächste Quest. Echt? Also, dass wir. Ja. Ein Dimensional Transceiver. There's no end to space, so we had to get rid of Tesseract and create this nifty thing, which uses dimensions instead. Das hört sich nice an. Wie sieht denn das hier aus, wenn ich das hier so baue? Dann ist der bestimmt nach oben auch irgendwie connected, ne? Connected die Kollekte. Mal gucken. Ne, macht er gar nicht. Oh, das wäre nice. Ah. Also das heißt jetzt, dass wir Am Arsch sind. wieso sind wir am Arsch? Heilige Scheiße. Das war jetzt nicht das, was ich hören wollte. Ich wollte eigentlich hören, wie wir bauen einen Generator auf dem Mond und damit können wir das ganze Sonnensystem mit Strom versorgen. Und ich brauche das hier gar nicht mehr alles aufbauen bei den nächsten Planeten, sondern einfach nur noch eine Ja, Steckdose dann. hinbauen. Ja, guck dir mal das Rezept von einem Dimensional Transceiver an. Okay, Leute, wir gucken heute ein Trans. Wie heißt das Ding? Trans. Mensch. Die Receiver nur halt mit einer Transe daran. Dimensional. Ein Dimensional Transceiver? Ja, genau. Ein Dimensional Transceiver. Er hat. Oh, guck mal hier. Electrical Steel. Ist ja, ne? Das ist kein Problem, haben Fused wir. Quarz, Enderkristall. Oktadic Kapazitäter, Ender-Resonator, oh. Das Ding Mitte oben und Mitte, dafür die Maschinen haben wir zum Beispiel noch gar nicht. Soulbinder. Das ist doch super. Slice and Splice. Aha. Ja, alles klar. Gut, ja, dann wissen wir ja, was wir diese Folge zu tun haben, ne? Also Ja, also du. ich, ja. Ja, richtig. Ja, das wird ein Spaß. Brauche erstmal ein So. Ja. Ich baue mir ein Solarium. Ist ja ein Solarium. Nein, ein Solarium. Ach so, ein Solarium. Ja, Mann, ich hab Soul. Oh, das ist so cool. Ja, nein, Oh Mann. nein, Oh Mann, oh nein. Mann, oh Mann. Oh, weißt du, was cool ist? Eis, ich weiß. Ja. Nein, pass auf, ich zeige euch das gleich mal. Außerdem habe ich irgendwas Wichtiges dabei. Na, ist egal. So, ich habe euch ja eigentlich mal versprochen, dass wir ein paar Monster töten. Ist jetzt gerade Nacht. Aber nein, schaut euch das an, Junge. Mein Universum, mein Pluto, mein Block. Ja, Ja, okay. ich weiß, es ist jetzt nicht so spektakulär gewesen, aber. Ach, sieht doch eigentlich schon. Zum Glück war es schnell vorbei. Ja. Mano. Weißt du, was auch schon schnell vorbei ist? Mein Was denn? Sauerstoff. Ja. Da war irgendwas, ne? Oh, wo ist er hin? Alter. Weiß ich nicht. Dreidimensionaler Fight mit Skeletten. Du hast übrigens einen halbvollen Sauerstinks da noch in der Kiste. Beschwer dich mal nicht. Was? Ja, dann sollst du mir voll machen. Lernen kann ich dir voll machen, aber nicht einen halbvollen. Was? Dann hättest du auch einfach kurz reinstecken können. Nein, ich mache dir gerade einen leeren voll. Den halbvollen kannst du behalten.
Gut. Glück hattest du jedoch irgendwo noch hier die Schmiere im Gesicht. Wo habe ich die Schmiere vom Gesicht hingepackt? Ach, hier. Das weiß ich nicht, aber da ist doch ein Leerer in der Dimensional Chest. Das erzählst du mir vom Halbvollen. Da ist auch noch ein Halbvoller drin. Ich habe Nein, da ist einen ein Leerer Slice drin. frei. Das ist ein Anzeigefehler bei dir. Du hast da einen Leerer reingesteckt. Was? Nein, Alter. Du hast gerade gesagt, da ist ein Leerer drin. Wieso? Okay, und Kabel. Ich mach mal das, was ich eh schon voll lange vorhatte. Push-Pull? Wieso Und brennt? zwar kommt hier in diese kleine, was? Nein, in diese kleine Nische zwischen Gewächshaus und dem Rest kommen ein paar Maschinen rein. Warum brennen hier Weil zwei es geht. Generatoren nicht? Wie? Ja, die brennen Ach nicht. Die so, haben keine Ahnung. Lava im Tank. Vielleicht noch nicht genug. Aber da ist auch noch ein voller Lava-Eimer bei denen drinne. Ach so, dann vielleicht, weil es nicht nötig ist und der Puffer voll ist. Maxim, ach Gut, so, gut, oh, gut, gut, das gut. könnte natürlich sein. Wie sieht denn der Puffer hier Sieben die aus? Dinger noch? Nein, Nein. die zoomen, sieben nicht mehr. Die zoomen. Mann, Mann, Mann. Was ist denn heute los? Das weiß ich auch nicht. 1, 2, 3, 4, 5. Ein Glück haben wir so viel Soul Sand. Also wirklich, an Rohstoffen mangelt es uns überhaupt nicht. Das ist, glaube ich, auch das Einzige, an dem es uns nicht mangelt. Und an schlechtem Humor. Ja, davon haben wir reichlich. Leider. Man könnte sagen, drittes reichlich. Boah. So. Alter, das ist aber schon Niveau. Boah. Entschuldigung, ich musste kurz kotzen. Auf den Mond. Dial once. Unglaublich. Halt, warte mal. Interrupt. Interrupted. Kann ich jetzt reingehen? Nö. Ah, die Nase juckt. Wach. Wolltest du dich hier mal herporten und mal gucken hier so schön was? Kann ich wohl Ja, tun. weil ich habe ja die Basis jetzt fertig, der Strom steht. Na? Also Ja, man hab. muss jetzt hier eh erstmal die Maschinen alle bauen. Ich weiß zwar jetzt nicht, ich könnte mich ja auch einmal zu dir porten und gucken, ob es wirklich funktioniert, aber wenn die Maschinen hier voll sind, dann wird das wohl kein Problem darstellen. Und ich habe diesmal auch ein Ja, toll, und am bisschen. Ende hängen wir hier fest. Also, ich weiß nicht, ob das so geil ist. Ja, dann komme ich kurz erst auf den Mond. So, Ja, Teil, okay. mach dir keine Umstände. Ich hätte das ein weiter nach rechts bauen können, das wäre noch ein bisschen schöner gewesen. Aber vorher hatte ich auch den Stirling Generator nicht da. Da war es. So, funktioniert doch. So. Fuck. Oh, Alter, was war das? Fall einmal kurz hier durch die Dingens Oh, fuck. durch. Pluto. Weißt du, was wir für einen Soulbinder brauchen? Nein. So, funktioniert. Okay. Hast du mir zugehört? Nein. Weißt du, was wir für einen Soulbinder brauchen? Nein. Ein Kopf von jeder Sorte. Wir brauchen einen Enderman-Kopf, wir brauchen einen Creeper-Kopf, wir brauchen einen Skelett-Kopf und wir brauchen einen Das ist Zombie-Kopf. schön. Mal ganz kurz, bevor du fährst, ich reiß das hier nochmal ab. Wo bekommen wir Enderman her? Ja. Weiß ich nicht. Das ist schlecht. Weil, also wir haben Enderman Spawn-Eier, aber das wird, glaube ich, schwierig, aus denen dann gleich den Kopf zu bekommen. Und ich irgendwann mal irgendwie so ein Enderman vielleicht als Questbelohnung bekommen? Also Enderman-Eier Möglich, auf ne? jeden Fall, aber. Frage ist, wenn ich hier einfach so einen Enderman hinsetze, wir haben ja 5 Eier, Ja. und den töte, vielleicht bekomme ich ja eins. Ah, die sind schon wieder voll von Energie. Haben die das gespeichert, wo ich es abgebaut habe? Ich glaube. Ups, nochmal. Was machst du da? Ups.
Nichts. Verschwende Enderman-Eier. Solange eins noch in der Kiste bleibt, ist alles gut. Eins brauchen wir am Ende für die Seele. Okay, Wow. Alter. Boah, hat der mich gerade verjagt. Heilige Scheiße. Oh Mann, ey, nice. Ernsthaft, der taucht wirklich nur auf und schreit mich an. Ja. Naja, wenn er dich jagt. Ach ja. Ja, das Ding ist nur, ich will seinen Kopf. Ja, dann reiß ihn ab. Ich habe eine Enderperle bekommen. Mensch, was soll denn das? Ich will doch keine Ender, ich will seinen Kopf. Die Dinger kann man nicht mal irgendwie craften. Also kann man schon, alle bis auf den Enderman-Kopf. Nur um die zu craften, braucht man einen Wizard-Skin-Kopf. Also ja, nicht unbedingt leichter. Ja. So, ein Schlückchen getrunken hier, und schon essen. Fast ist der Heavy Oxygen Tank voll. So einfach das geht doch das. Schön. Ja, das hättest du auch mal machen können. So, wenn du jetzt hier noch Angst hast, dann kann ich mich ja noch einmal wieder zurückporten, dass das hier funktioniert. Und dann kannst du ja auch einmal so da, Pluto, Dial 1, Dial okay. Ja, warum rennst du durch? Musst du schon drin stehen bleiben, sonst funktioniert das nicht. Ja, sonst wird die Teleportation interrupt. Oh, ist doch schön. Hätte von mir sein können. Ja, das meine ich auch. Oh, cool. Huch! Gar nicht gut. Frag mich nicht. Gar nicht cool. Frag mich nicht. Ich mach einfach einen Deckel zu. Ich nehme den besseren Weg, der besser runtergeht. Oh, oder auch nicht. Ja, also wir brauchen Köpfe von Skelett und Creeper. Ja, alles klar. Und Zombies. Nein! Ja, nein! Wow! Da war es ist übrigens ein Creeper im Becken. Ja, ich bin gerade im All und erfriere gleich. Was? Wieso bist du im All? Jetpack. Oh. Ich nehm's mal ab. Könntest du hier ins Wasser fallen, zufälligerweise? Kriegst du das hin? Weiß nicht, es glitzert hier irgendwie am Horizont. Das, Ich bin doch bei Höhe 300, also... Was? Ah, ich sehe langsam wieder Boden. Was? Ich will jetzt nicht sagen, dass das mies ist, aber ich glaube, es ist ganz schön mies. Das ist echt ein bisschen kacke hier. Ja. Oh, okay, doch. Ich glaube, ich kann ohne weiteres das Wasserbecken da anvisieren. Ja? Das dürfte gehen. Ich habe ja genug Zeit zum Navigieren bei der niedrigen Anziehungskraft. Aber der Pluto ist doch schön kalt. Naja, geht so. Nein, geht nicht. So, wo bleibst du denn jetzt? Ah, ich glaube, ich sehe deinen Namen da hinten schon. Hallo! Ach. Ja, siehst du? Na? War gut, dass ich... Alter! Bist ich bin hier? Der Coolste. Latsch, au. Oh, das ist die Spinne hin. Ja! Guck mal, durch die niedrige Anziehungskraft sinke ich nicht mehr. Bleib jetzt halt einfach hängen. Oh Mann. Ja, dann reiß dich mal los. Ach, bleib doch da einfach bis morgen hängen. Ja, okay. Ja. Dann bleib ich hier bis morgen hängen. Okay, bis morgen. Tschüss. Tschüss.